Listen to me now. Beim Sonderlandtag, der Mittwoch, den 5. September 2018 stattfand, ging es um Demokratieschutz und mehr Transparenz. Was viele Burgenländer gerne wissen möchten, ist in der Rede von ÖVP-Landesparteiobmann und Landtagsabgeordneten Magister Thomas Steiner enthalten. Die heutige Landtagssitzung steht in Zeiten der Transparenz. Transparenz und Nachvollziehbarkeit, das sind Begriffe, die in einer modernen Demokratie des 21. Jahrhunderts zu den tragenden Säulen eines demokratischen Systems gehören, das von den Bürgern nicht nur akzeptiert, sondern auch aktiv mitgetragen werden soll. Wenn wir mündige Bürger haben wollen, die sich nicht nur bewahren in den demokratischen Prozess einbringen, dann sind Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Informationsfreiheit wichtige Voraussetzungen dafür. Wir müssen im Interesse des Landes und im Interesse der Menschen einen Schutzschirm gegen diese Tendenzen spannen, ein Demokratieschutzpaket für das Burgenland schnüren. Um diese Kontrollaufgabe erfüllen zu können, braucht es aber Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Informationsfreiheit. Warum darf denn der Steuerzahler nicht wissen, wie viel Manager im landesnahen Betrieb verdienen? Warum darf der Steuerzahler nicht wissen, dass es Vergleichs- oder welche Vergleichszahlungen es bei vorzeitigen Vertragsauflösungen gibt? Warum darf der Steuerzahler nicht wissen, ob es in Landesgesellschaften Spekulationsgeschäfte gibt und ob da Verluste entstanden sind? Warum darf denn der Steuerzahler nicht wissen, was die Regierung beschließt und wann sie etwas beschließt? Warum darf denn der Steuerzahler nicht wissen, wie Verträge aussehen, die vom Land abgeschlossen werden? Und warum darf der Steuerzahler eigentlich nicht wissen, welche Vereine in welcher Höhe Förderungen bekommen? Im September 2016 hat unser Clubobmann Christian Sager seine Anfrage an den Herrn Landeshauptmann gestellt und wollte wissen, welche Vereine welche Förderungen bekommen haben. Die Antwort, der Herr Landeshauptmann hat am 21. September 2016 mitgeteilt, und ich zitiere, da weder die Sitzungsakte noch die Sitzungen der burgenländischen Landesregierung öffentlich sind und die Namen der Fördernehmer dem Datenschutz unterliegen, können daher keine näheren Auskünfte erteilen. Soweit, so gut. Was aber interessant ist, wenn ich mir dann so Zeitungsberichte anschaue, wo dann der Herr Landeshauptmann oder andere Regierungsmitglieder oder Abgeordnete der SPÖ insbesondere Schecks übergeben an Vereine, wo der Betrag draufsteht, wo der Obmann genannt wird, wo der Verein genannt wird. Ich habe da ein Beispiel mitgebracht. In einem etwas gewagten Outfit ist hier ein Scheck übergeben worden an einen Verein durch den Herrn Landeshauptmann, die Landesrettung Dunst. Da hat gerade der Sohn war dabei, 3.500 Euro. Der Obmann des Vereins, der in Oldendorf ansässig ist, der ist Wenzel. Und der Verein heißt Vogelfreunde Südburger. So, jetzt frage ich mich, darf die Regierung den Bezirksblättern Informationen geben über Verein, über die Namen der Obmänner, über die Höhe der Förderung, Informationen geben, die sie einem Abgeordneten dieses Hauses nicht geben darf? Irgendwie komisch. Hat der Landeshauptmann mit dieser Informationsweitergabe in den Bezirksblättern gegen das Datenschutzgesetz verstoßen oder die Verfassung gebrochen? Hat er die Geschäftsordnung gesagt? Wenn wir das ernst nehmen würden, was er uns in der Antwort gesagt hat, dann müssten wir alle drei Fragen mit Ja beantworten. Ich kann aber Entwarnung geben, er hat weder die Verfassung gebrochen, noch hat er gegen den Datenschutz verstoßen, noch hat er die Geschäftsordnung gesagt. Ganz einfach deshalb, weil das, was er uns in der Antwort geschrieben hat, ganz einfach nicht stimmt. Das zweite konkrete Beispiel, das ich anführen möchte, ist aus meiner Sicht besonders kurios. Da geht es um den Ankauf der Bahnstrecke Oberhof-Friedberg, eine an sich gute Sache, die wir zu 100% unterstützen und wo wir überzeugt sind, dass das eine wichtige infrastrukturelle Maßnahme für das Südburgenland ist, wurde bekannt gegeben. Da wurde bekannt gegeben, dass das Land von der ÖVP quasi eine Bahnstrecke gekauft hat. Aber über den Preis bin ich hinschweigen vereinbart, wurde mitgeteilt. Und das ist etwas, was überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Was spricht denn dagegen, hier die Karten auf den Tisch zu legen? Datenschutz, Amtsgeheimnis, Betriebsgeheimnis? Na sicher nicht.
Es ist nämlich so, dass hier quasi der Staat, also das Land, vom Staat, also von der ÖBB etwas kauft. Und da frage ich mich schon, was hat das mit Datenschutz zu tun, was hat das mit Amtsgeheimnis zu tun, was hat das mit einem Betriebsgeheimnis zu tun. Ein echtes Kuriosum. Ich sage euch ganz offen, ja natürlich hätten wir damals für eine mehr Transparenz sorgen können. Aber das ist kein Argument dafür zu sagen, heute, 3, 4 Jahre später, macht man das Falsche und macht trotzdem nicht das Richtige. Das ist doch kein Argument dafür. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es ändert sich ganz einfach die Zeiten. Es ändert sich die Gesellschaft und ich glaube und bin überzeugt, dass sich auch die Politik ändern muss. Ganz persönlich, aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass Transparenz für den Bürger zu sehr großem Vertrauen zwischen Politik, Verwaltung und Bürger führt. Im Gegenteil, ich glaube nicht. Es ist ganz einfach so, dass dort mehr Transparenz herrscht als im Land. Ich frage mich, wenn es bei anderen Regierungen geht, wenn es in den Gemeinden geht, warum soll es nicht auch im Land Burgenland gehen? Dass umfassende Transparenz möglich ist, das zeigen, wie gesagt, Beispiele in anderen Bundesländern, das zeigen viele Beispiele in Gemeinden und in Städten Österreichs. Das zeigen aber auch Bundesländer oder Länder in anderen Staaten. Und ein ganz besonders gutes Beispiel, das international wirklich Beachtung findet und wo international gesagt wird, das ist eigentlich das Musterbeispiel für Transparenz und für Informationsfreiheit, das ist die Stadt Hamburg. Da gibt es seit 5 Jahren ein Transparenzgesetz, das dort, glaube ich, sogar einstimmig beschlossen worden ist, wo Inhalte veröffentlicht werden. Auch nicht nach Aufforderung der Bürger, dass veröffentlicht wird, sondern dort ist vorgesehen, dass das zu veröffentlichen ist. Dann werden Senatsbeschlüsse veröffentlicht. Und wenn Verträge aller Art veröffentlicht, Gutachten, soweit sie von Behörden in Auftrag gegeben wurden, Subventions- und Zuwendungsvergaben werden dort veröffentlicht und die Unternehmensdaten aller städtischen Beteiligungen, einschließlich der Gehälter und Vergütungen der Manager. Wie die Politiker, die sie wählen, die Entscheidungen fällen. Sie wollen insbesondere wissen, welche Entscheidungen sie fällen und was mit den Steuergeldern einfach passiert, dass sie am Ende des Tages nicht uns gehören oder nicht der Regierung gehören, nicht dem Landtag, sondern allen Burgenländerinnen und Burgenländern. Deswegen möchte ich wirklich diesen Appell an Sie richten. Landtagsabgeordneter Manfred Kölle von der Liste Burgenland begrüßt die Aufforderung zur Transparenz und macht darauf aufmerksam, dass das eine langjährige Forderung von ihm selbst ist. Kölle kritisiert auch, dass die ÖVP in der Zeit ihrer Regierungsbeteiligung auch gegen Transparenz war. Herr Kollege Steiner, ich gebe Ihnen recht, Sie haben schön gesprochen. Sehr schön gesprochen. Das könnte alles aus meinem Mund oder aus den Anträgen von Jahren, die ich eingebracht habe, stammen. Lesen Sie sich die Protokolle durch. Und ich frage, wenn ich eine Rednerliste sehe, wo alle Abgeordneten von der ÖVP sprechen, außer die damals in der Regierung gesessen sind, wie der ehemalige Landeshauptmann Stöger, Peter Steindl oder die ehemalige Landesrätin, Resita Michael, in einer Regierung gesessen sind und genau diese Fragen so beantwortet bekommen haben, wie ich wahrscheinlich diese Fragen heute beantwortet kriege von anderen Herrschern. Nicht einmal habe ich darauf hingewiesen, mehr Transparenz, mehr Offenheit, Regierungsbeschlüsse, was tut man sich da auch, wenn man die sagt, okay, legen wir es her. Dr. Rauter war damals in der Regierung, der hat immer vorher Pressekonferenzen gemacht. Er hat gesagt, das beschließen wir, dass so und so geht es. Die FPÖ, auch ich war damals noch in der FPÖ, haben immer klargelegt. Das ist nicht zum Locken, Herr Kollege, da hinten in der letzten Reihe, da wird er sitzen bleiben, dort in der letzten Reihe. Genau das war es. Da waren Sie noch nicht in der Politik, wo wir gemeinsam Politik gemacht haben, nicht zu sagen, wir sind die größte Oppositionspartei. Wir sind die größte Oppositionspartei, sondern wir haben immer gesagt, wir wollen Kontrolle haben, wir wollen aber auch mitarbeiten in diesem Land und nicht Opposition betreiben, bis geht nicht mehr. Und Sie kommen her mit den Gemeinden, der Kollege Steiner. Sie waren damals in der Landeshauptmann Stellvertreter Steindl seine Rechte. Und Sie haben das alles mitgetragen, weil Sie mir wahrscheinlich sehr viel vorgegeben und geschrieben als Jurist. Und ich frage mich, warum der Herr Landeshauptmann Stellvertreter jetzt heute keine dementsprechende Rede hätte. Ich würde mich freuen. Ja, guter Kollege. Frau Michaela Resita, auch von Ihnen erwarte ich demnächst eine Stellvertreter.
Wenn wir gefragt haben, warum gibt es das nicht? Lass den Kerl reden, das ist eh alles uninteressant. Wir wollen eh was beruhigen. Genau das ist. Und jetzt kommt die ÖVP genau mit diesem Punkt daher und erzählt da Geschichten, die wo sie nur unterstützen kann eigentlich, weil sie sagt, 90% haben sie recht, Herr Kollege Steiner. Aber warum haben sie das denn schon Jahre vorher gemacht? Ja, aber sie waren in der Regierung. Wie viele Jahre waren sie in der Regierung? Wie viele Jahre waren sie in der Regierung? Genau das ist jetzt eingetreten, was wir damals immer gefordert haben. Und ich bin wahrscheinlich der Einzige, der was jetzt darauf bestehen kann, weil ich das immer gefordert habe. Die FPÖ hat ja leider Gottes die Seiten oder Gott sei Dank die Seiten gewechselt und hat jetzt vielleicht die Chance, das zu ändern. Ich wünsche mir das von der FPÖ, weil wenn wir hören in den Medien, dass jetzt ein Beginn wird sein, dass wir diskutieren, wie gehen wir das an, wie setzen wir das um, wie machen wir das. Und das wünschen wir von der Regierung, dass wir jetzt endlich einmal, das bin ich wieder dort, was ich immer sage, setzen wir sie wirklich endlich einmal zusammen. Und nicht auf Anraten der ÖVP. Das kann man vergessen. Das hätten schon eingesehen. Auch die grüne Abgeordnete Magister Regina Petrik ist für mehr Transparenz. Für sie hat aber die ÖVP ein zu großes Theater um dieses Thema gemacht. Die Grünen fordern noch mehr Transparenz, zum Beispiel bei den Wahlkampfkosten der Parteien, den Nebenverdiensten von Abgeordneten und Regierungsmitgliedern sowie bei den Bedarfszuweisungen. Dankeschön, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, werte Mitglieder der Landesregierung, Zuhörerinnen und Zuhörer, Bildschirmen, was wir uns sagen. Wir haben hier bei dem Antrag also eine Titeltextschere. Im Titel steht nämlich das Wort Demokratieschutz. Im Antragstext haben wir ausschließlich von Vorschlägen zur Transparenz etwas zu lesen. Ist alles gut, passt nicht ganz zusammen, da hat sich die ÖVP vielleicht nicht ganz entscheiden können. Ich nehme doch an, dass Demokratie für Sie mehr ist als bloße Transparenz. Ich werde aber darauf kommen. Die Transparenzanliegen im Antrag sind alle zu unterstützen. Ja, von unserer Seite zu unterstreichen. Sie entsprechen in weiten Teilen auch dem, was auch bereits von Grünen eingebracht wurde, in Anträgen, in Anliegen, auch schon zu einer Zeit, als die ÖVP selbst noch in der Landesregierung saß, aber Kollege Steiner hat das ja eindrucksvoll geschildert, wie lernfähig in diesem Punkt die ÖVP sich erweisen möchte. Ein Blick auf die aktuelle Legislaturperiode zeigt, dass wir als Grüne meist noch mehr Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger anstreben, als es dieser Antrag umfasst. Zum Beispiel auch der Weg der Gesetzwerdung. Sie haben Kärnten als positives Beispiel gebracht. Wir haben auch dort, wo Gesetze erstellt werden, Gutachten, Stellungnahmen abgegeben werden, alles ökonomisch nachlesbar für die Bürgerinnen und Bürger. Auch da könnten wir durchaus noch nachschärfen. Wir haben in der letzten Landtagssitzung diskutiert, wie es ist mit der Veröffentlichung von Stellungnahmen zum Beispiel zu verschiedenen Gesetzesentwürfen, aber auch letzte Landtagssitzung ging es konkret um den Aktionsplan Begleitung. Wir wollen mehr Transparenz bei den Wahlkampfkosten der Parteien. Das ist wieder mit der SPÖ nicht so recht, was auch immer sie da verheimlichen wollen, ich weiß es nicht. Wir wollen eine größere Transparenz bei den Nebeneinkommen und den Vermögensverhältnissen der Abgeordneten. Das haben sie damals alle abgewehrt. Ich weiß nicht, warum die Wählerinnen und die Wähler das nicht wissen sollen. Aber gut, wir wollen mehr Transparenz bei Bedarfszuweisungen an die Gemeinden. Da sind sich einige hier im Saal wieder sehr einig. Landeshauptmann weist das immer wieder zurück, dass eine Übersicht nicht nötig wäre, wenn man sich hier alles irgendwo zusammensuchen kann. Ich stimme dann auch hundertprozentig überein, dass die Art und Weise, wie Anfragen beantwortet werden, sowohl in schriftlicher Art als auch in mündlicher Art, oft zu wünschen übrig lässt, wobei es mir schon wichtig ist, auch hier zu betonen, ich sehe hier sehr unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Landesregierungsmitglieder. Wir haben einzelne Landesregierungsmitglieder, von denen bekommen wir sehr detaillierte Auskünfte, bekommen wir auch ein sehr ernsthaftes Eingehen auf mündliche Anfragen. Da müssen sich einige in der Landesregierung wirklich selber befragen, ob sie tatsächlich ihrer Pflicht der Antwort nachkommen oder nicht. Ich richte das hier ganz dezidiert auch in Richtung unserem Landeshauptmann, der tatsächlich immer wieder um konkrete Antworten ein bisschen herumschurken kann. Ich erinnere aber auch an andere Vorgänge, etwa um die fehlende Transparenz bei politischer Verantwortung für Vorgänge rund um die Genussakademie Burgenland. Da ist von uns Grünen der beantragte Untersuchungsausschuss noch immer
aufständig. Und darüber entscheidet mein Präsidium, wo auch die ÖVP drinnen sitzt. SPÖ, ÖVP und FPÖ haben bis jetzt keine Anstalten gemacht, sich dem Antrag auf den Verfassungsausschuss mehr zu widmen. Völlig untransparent ist, warum die Regierung die Wohnungen nicht wenigstens treuhänderisch übernommen hat. Da ging es um 561 Wohnungen, zuletzt in Wien, 31 in der Steiermark. Wenn Sie schon Ihren Kollegen und Kolleginnen in Wien in den Rücken fallen und Handlanger dafür sind, dass dann gemeinnützige Genossenschaften auf dem freien Markt tätig werden können, dann hätten Sie doch wenigstens die Gelegenheit beim Schopf packen müssen, für Burgenländer in Wien leistbare Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Die Möglichkeit hätten Sie gehabt, aber das wollten Sie gar nicht. Aber was wollten Sie dann? Sich mit 4 Millionen Euro abspeisen lassen, um stillzuhalten, dass günstige Wohnungen kurze Zeit später sauteuer auf den Markt kommen. Jene beiden Genossenschaften, denen Sie im Oktober 2015 in zwei Regierungssitzungen die Aberkennung der Gemeinnützigkeit zugesprochen haben, haben am Tag darauf diese Wohnungen weiterverkauft. Das ist Kapitalismus pur. Das wurde auch schon 2012 mit der vormaligen Genossenschaft Buntes Wohnen praktiziert, als die ÖVP noch in der Regierung saß und daher nicht an Bord war. Wenn Sie also mit Recht unsere Landesregierung ermahnen, mehr Transparenz walten zu lassen und demokratische Rechte mit Achtung zu pflegen, dann schließen Sie sich selbst doch bitte auch gleich mit ins Abendlicht. Dem Antrag stimmen wir so Ihrem Theaterunterricht nicht. Dankeschön. Als nächster Redner erteile ich Herrn Landtagsabgeordneten Neuner das Wort. Bitte, Herr Schubmann. Gesa Molnar, Clubchef der FPÖ, meint, der Sonderlandtag sei nur eine Inszenierung der ÖVP, die mit ihrer Oppositionsrolle noch immer nicht zurechtkommt und auch nicht, dass die rot-blaue Koalition funktioniert. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, im Grunde genommen bin ich der ÖVP fast schon dankbar, dass sie die heutige Landtagssitzung initiiert hat und dass sie diesen Dringlichkeitsantrag unter dem Titel Demokratieschutzpaket für das Burgenland eingebracht hat. Einem Antrag, den man sich von verschiedenen Seiten nähern kann, inhaltlich werde ich es maximal am Rande oder an der Oberfläche tun, weil es der ÖVP ganz offensichtlich nicht um Inhaltliches geht, meine Damen und Herren. Es geht der ÖVP nicht um Fragen der Verfassung, es geht der ÖVP nicht um Fragen der Geschäftsordnung und es geht der ÖVP schon gar nicht um Fragen der Transparenz und dazu kommt noch, dass die ÖVP in all diesen Fragen alles andere ist als eine moralische Instanz. Sie war es in der Vergangenheit nicht und sie ist es auch in der Gegenwart nicht. Warum es der ÖVP tatsächlich geht, meine Damen und Herren, das ist das Vortäuschen einer Rolle, die sie nicht hat. Worum es der ÖVP tatsächlich geht, das ist das Vortäuschen von Gefahren, die es tatsächlich nicht gibt. Worum es der ÖVP tatsächlich geht, das ist das fantasielose Anpatzen einer Koalition, mit der sie deshalb ein Problem hat, weil die Koalition gleichermaßen anerkannt wie erfolgreich ist. Und worum es der ÖVP vor allem auch geht, das ist das plumpe Inszenieren. Zufällig in der Woche eines Landesparteilands, einer Regierungspartei, wo ein verdienter und erfolgreicher Landeshauptmann als Parteivorsitzender verabschiedet werden soll. Darum geht es Ihnen, meine Damen und meine Herren von der ÖVP, und das sage ich jetzt Ihnen ganz. Ich bin durchaus bei Ihnen, es ist nicht alles perfekt, da oder dort gibt es auch Aufholbedarf, und der Umstand, dass der Herr Landtagspräsident auch ausdrücklich zum Themenkreis Transparenz eingeladen hat, zeigt, das wird das Ernstthema, das wird das genauso sein. Ich halte aber eines dennoch fest. Was Transparenz angeht, ist unter dieser Landesregierung nichts schlechter als unter den Vorgängerregierungen im Gegenteil. Ich verweise beispielsweise auf die Rechnungshofberichte zu den Rechnungsabschlüssen, wo Jahr für Jahr Verbesserungen eingetreten sind, wenn es um Fragen der Transparenz gerade im ausgelagerten Bereich geht. So viel Transparenz unter dieser Koalition, unter dieser Landesregierung hat es im Burgenland noch nie gegeben, schon gar nicht unter der ÖVP. Für die Landtagsabgeordnete und Clubobfrau der SPÖ, Ingrid Salamon, ist der Sonderlandtag nur eine Selbstinszenierung der ÖVP, die damit medienwirksam in der Öffentlichkeit erscheinen möchte. Die SPÖ bringt dann, wie üblich, einen Abänderungsantrag ein, der dann auch mehrheitlich angenommen wurde. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren,
Ich möchte jetzt vielleicht wieder zur Sachlichkeit zurückkehren, weil ich glaube, dass sehr viele Landtagsabgeordnete hier sitzen und in die Politik gegangen sind, um Veränderungen für unser Land zu schaffen, um eine sachliche Veränderung zu schaffen. Und ich glaube, dass das heute so ein bisschen entglitten ist. Und wenn wir zum Thema heute kommen, Demokratie-Schutzpaket für das Burgenland, dann nehme ich für mich in Anspruch, dass ich mich nicht erinnern kann, dass beim Pressegespräch das Wort Sauerei gefallen ist. Ich kann mich auch nicht für mich erinnern. Korrigiere, es ist eine große Sauerei gefallen. Nein, auch wenn du es noch einmal sagst, das habe ich nicht gehört und auch nicht gesagt. Es wurde von meiner Seite und auch vom Klubobmann Molnar nicht um die Sache diskutiert, nicht, dass Veränderungen in gewisser Hinsicht notwendig sind, sondern es wurde diskutiert um die Art und Weise, wie das die ÖVP macht. Ja, aber unter was für Voraussetzungen, was heißt das? Es gibt Rahmenbedingungen, die man als Regierung hat, die man mit einem Partner als Regierung hat, und es gibt Rahmenbedingungen, die ich nur dann ändern kann, wenn sich gesetzliche Voraussetzungen ändern. Und hier einer Bevölkerung, die sehr fleißig ist, ihr etwas vorzuspielen, zu sagen, dass das nur geht, weil es sie als ÖVP gibt, bitte, das glaubt Ihnen keiner. Ich werde einen Abänderungsantrag einbringen. Ich darf die Beschlussformel vorlesen. Der Landtag hat beschlossen, der burgenländische Landtag bekennt sich zum Vorhaben, die Reform der burgenländischen Landesverfassung am Ende der von Sacharbeit geprägten Arbeitsperioden als sachlichen und geordneten Reformprozess zu führen, in dem alle Fraktionen gleichberechtigt die Möglichkeit bekommen, ihre Vorstellungen zu präsentieren, zu diskutieren und am Ende den politischen Kompromiss in Form der nötigen Verfassungsmehrheit zu erreichen. Die Landesverfassung sowie die Geschäftsordnung des Landes sollen daher rechtzeitig vor Ende der 21. Gesetzgebungsperiode im Rahmen von Gesprächen unter Einbeziehung aller im Landtag vertretenen Partei sach- und fachgerecht bewertet werden und anschließend sollen im Rahmen von Parteiverhandlungen entsprechende Reformvorschläge ausgearbeitet werden. Ja, wir sind in den Verhandlungen mit einbezogen. Von der Regierungsbank hat sich zu Wort genommen der Herr Landeshauptmann Bitterer. Bei seiner Wortmeldung hörten wir von Landeshauptmann Hans Nissl viel Eigenlob. So sprach er von den 109.000 Arbeitsplätzen im Burgenland, sagte aber nicht dazu, wie viele dieser Arbeitsplätze von Burgenländern besetzt sind. Ich denke, dass diese Landesregierung viele Leuchtturmprojekte in Umsetzung hat. Denn im Monat Juli 109.000 Beschäftigte im Burgenland zu haben, das ist ein Hoch, wie das im Burgenland noch nie der Fall war. Wir werden im nächsten Jahr 110.000 Beschäftigte im Land haben. Alle Konjunkturparameter weisen darauf hin. Und das ist. Dann möchte ich ein Wort noch zum Herrn Landeshauptmann stellvertretend sagen. Wie kann man zu so einer Argumentation lehren sollen? Aber ganz ehrlich, das ist schon bezeichnend, wenn er sich herstellt und sagt, und will erklären, warum bei der Bahnstrecke Oberbad-Friedberg man den Preis nicht sagen kann. Und er hat ein super Argument gefragt, hat gesagt, da werden wir es dann so. Wirklich klasse, bezeichnend für diese Regierung und ich muss ehrlich sagen, eigentlich ein Armutszeugnis. Der nächste Punkt.